Hervorragend. Beschädigungswurf, Gut. kein Patzer. Du schießt und holst eine der Ziegel vom Dach herunter. Es klackt einmal und dann die Person, die da oben herumrennt, also Hilvi, wird die Seite wieder wechseln. Das heißt, sie verschwindet auf der anderen Seite. Jetzt ziehe ich einen neuen Pfeil. So, Kolja war schon dran, der Chorgeweihte darf noch. Der Chorgeweihte, ja, freie Aktion, Schwert vom Zweihänder vom Gürtel ziehen. Meine Leute wurden verletzt. Jetzt ist vorbei. Jetzt vorbei. Sturmangriff auf den Typen hier. Solltest du, glaube ich, schaffen auf Reusto, genau. Jo. Jo, In den Sturmangriff. Rücken. In den Rücken, 4er Schwernis. Und er kann nicht großartig parieren, weil es um 8er Schwert ist. Genau, Angriff, also er ist im Kampf, deswegen keine Erleichterung von 8, sondern nur plus 5, weil du von hinten auf ihn zustürmst. Kann ich mir hier über MapTool irgendwo die Behinderung eintragen oder muss ich einfach nur würfeln und Du könntest theoretisch die du Behinderung kannst, haben, aber du würfel kannst einfach. theoretisch auch einfach so würfeln, wir können das da so bei einer Erleichterung von 5. Ja, alles klar, dann Ich glaube, ich habe ihn getroffen. hau ihn in zwei Teile. Ja, er Das kriegt plus sind. 8, plus 7, plus, also insgesamt plus 11. 7 plus 11 sind 18 Schadenspunkte. Ja, sind höchstwahrscheinlich zwei Wunden. Ich gehe stark davon aus, dass er kampfunfähig ist. Er kann keine Selbstbeherrschungsprobe machen, weil er immer noch blind, taub und stumm ist. Also er kann eine Doch, machen, kann aber sie er, aber er macht sie ist nicht. halt Aber er hat noch beschwert. eine Treffer zu dem Torso, der ist kampfunfähig. Torso sind nochmal 2W6 zusätzlich, dann. Soll ich den nochmal würfeln? Ja, hau mal rein. Aua. Ja, der ist kampfunfähig. Moment, 11 Schaden und was hattest du eben gemacht? 17. 18, 17? 17. Nee, Dann ist er 18 jetzt bei stimmt. 28 runter. Nee, 29. Okay, dann bricht er jetzt auch kampfunfähig zusammen, weil er unter 5 Lebenspunkten ist. Also er ist zwar eisern, aber er bricht halt trotzdem. Also er ist einfach fast Mus. Er schwebt an der Schwelle des Todes. Ja. Sterbend. Ich wische mein Schwert an seiner Kleidung ab und steche es wieder an den Gürtel. Sterbend? Gut. Nein, sterbend ist er nicht. Er ist wie gesagt bei über 2, also er ist bei 2 Lebenspunkten. Dann hebe ich ihn an, hebe ich ihn, lege ich ihn zumindest so hin, dass er nicht Arsch aus, nicht viel ausblutet und so. So, So. wir machen auf der anderen Seite weiter. Ich glaube, die Szene, da habt ihr wenig mehr zu tun. Den anderen hinterherlaufen kriegt ihr, glaube ich, auch nicht mehr hin. Wieglind. Ja, die, warte, ich muss. Ja, müsste ich jetzt eigentlich mit der nächsten Sprintaktion schaffen, da den Laris einzuholen. Und ich habe Sturmangriff kumuliert sich das. Sturmangriff, du musst mindestens 4 Meter entfernt sein. Die bist du Naja, auf alle das Fälle sind entfernt. die 30 Meter, wenn ich Also jetzt da genau, um die Ecke du springe. könntest versuchen, mit einer Athletikprobe würde ich dir dann den Sturmangriff in seinen Rücken zugestehen. Dann würfelst du erst die Athletikprobe. Das sieht gelungen aus und dann darfst du deinen Sturmangriff erschwert um, ja, ich glaube 4 machen. Das ist Raufen, ne? Ach so, weil du keine Waffe hast. Moment nicht, nee, ich würde den Ist halt okay, nicht dann umtickeln wollen. tackelst du ihn von hinten in den Rücken mit deinem Raufen plus 4. Glaube ich. Im Kampfreiter. Gut. Dann läufst du. Und noch bevor er weiter ansetzen kann, wollte gerade im Hasenlauf für ihr irgendwie in diese Gasse einbiegen, kannst du ihm mit einem Sprungtritt in den Rücken umwerfen. Und ja, dann liegt er genauso mit dir am Boden. Weiteres Gelaufe, was möchte Mev machen? Einen neuen Pfeil einlegen. Ja, du siehst, neue Pfeil einlegen, stehen geblieben, Wieglind ist weg. Nächste Aktion. Verdammt, hinterher. Hinterher, okay, du hast Pfeile aufgelegt, läufst weiter und kannst dann erkennen, wie sie dann ja, da auf dem Boden liegt und wohl gerade irgendjemand gerade umgetreten hat. Weiteres Gelaufe, dann springt irgendjemand vom Dach, es klatscht einmal, weiterer Nebel, der die Sicht erschwert und dann ja, werden die Schritte schneller, leiser, bis dann Dann werde irgendjemand ich weg Jürgen ist. helfen. Hinter dir kannst du Stöhnen hören, und zwar von Reusto, der sich am Boden windet, und einen lauten Schrei von Korim. Dann können wir jetzt die Kampfrunden auflösen. Hilvi und Roswo sind verschwunden. Laris liegt am Boden.
Und da lege ich mich drüber. Ja, genau. Gut. Koljew, der noch den Borndorn mitten im Bein stecken hat, kniet sich ab, nimmt den Rücken vom Rucksack, stellt ihn neben sich, schaut Kuriman, den Mann soll. Ich werde den Mann retten. Ja, und, warte. Beiß und mal holt die Zähne. Bandagen heraus. Beiß erstmal die Zähne zusammen. Erstmal müssen wir das Ding da rauskriegen. Gleich. Und ich zieh das Ding raus. Elgor, du hast jetzt gerade den, den Eingang. Auch da kannst du wieder sehen, wie wohl jemand dieses Muschelnetz beiseite gezogen hat oder das halb runtergerissen sogar, diesen Tempel fast geschändet. Du kannst vor dir erkennen, wie eine Laterne am Boden liegt, die wohl fallen gelassen wurde in aller Hektik und das Öl hat sich ein bisschen ausgebreitet und brennt da in so einer kleinen Lache vor sich hin. Das wird höchstwahrscheinlich von alleine irgendwann ausgehen, wenn das Öl weggebrannt ist, aber auf alle Fälle, der Effa-Tempel brennt. Alles in ein schönes blaues Licht geleuchtet. Die ganzen Gewehren Petrel, die hier umher hängen, angebracht sind. Eine große Delfinstatue vor dir. Aber der Effa-Tempel brennt. Ich entledige mich mal meines ja sowieso schon an unzähligen Stellen angebrannten Ledermantels und breite den über dieser Lache aus, um das Feuer ein wenig zu löschen oder einzudämmen, je nach Größe. Ja, also das wird gelingen. Du kannst sehen, wie kurz der Mantel nach dem oder das Feuer nach dem Mantel leckt so rum. Und dann merkst du, wie er sich langsam voll saugt mit diesem Öl. Und du hast kurz die Befürchtung, dass er anfängt auch zu brennen und das Ganze nur noch schlimmer macht, aber dann geht es aus. Und du hast einen, nicht nur angebrannten, sondern jetzt auch in Öl eingelegten Mantel. Das ist nicht das erste Mal. Ich richte mich dann wieder auf, schaue mich einmal in der großen Halle rum. Und ruf mal so halblaut. Hallo? Euer Gnaden? Und wir sind hier! Ruft Koljew, währenddessen er Reusto weiter verarztet und sich darauf konzentriert. Schaffst du das alleine? Ich hatte eigentlich nach einem Effort gewartet, gerufen, aber gut. Ah, ich packe das. Koljew, schaffst du das alleine, sonst gehe ich zu dem Kleinen. Helft den anderen. Ja, das wohl. Pass auf, dass er nicht weg, obwohl so kann er nicht mehr. Naja. Während hinten im Tempel Elgor nach einem Geweihten ruft und der mitreisende Geweihte sich in den Effa-Tempel gibt, liegt Winklind auf dem niedergetretenen Gegner und hat sich da so rittlings drüber gesetzt und holt aus und schallert ihm nochmal eine ordentliche Ohrfeige ins Gesicht. Und wenn sie merkt, dass Meff hinter ihr steht, schnell, wir brauchen irgendwas zum Festbinden. Und wiederholt sie ihre, hebt sie ihre Hand, holt aus und schallert ihm nochmal eine ins Gesicht. Ja, du kannst sehen, wie er versucht, sich umzudrehen. Er hat wohl irgendwas in der Hand. Auf den ersten Blick wird es dir nicht ganz klar, was das ist, aber irgendein metallener Gegenstand. Du darfst gerne mal eine Parade würfeln. Schlägt gerade mit einem metallenen Helm nach dir. Du kannst den Arm aber in der Luft abfangen. Und presst dann noch einmal seinen Arm ziemlich schmerzvoll auf die steinernen Fliesen unter dir, auf die Straße und schlägst ihm dann noch einmal mit deiner Faust ins Gesicht, sodass er jetzt wirklich ruhig ist. Und in der Zeit kann natürlich Meff die Stricke aus seinem Rucksack rausholen, die ihr immer dabei habt für diese Fälle, damit ihr ihn dann fesseln könnt. Vorher gucke ich einmal, wie damit fertig wird. Ich werde einmal um die Ecken gucken, wie es dann noch einer von der Seite kommt. Also einmal den an der Kreuzung gucken, links, rechts. Ja, du kannst sehen, wie wohl ein paar Fensterläden aufgegangen sind. Im Nebel ist das natürlich nicht ganz so gut zu erkennen. Die werden jetzt aber auch wieder zugemacht. Irgendeiner brummelt noch, psychabliert und irgendwie, ja, man verwünscht euch ein bisschen, weil es so laut ist. Aber von weiteren Gegnern kannst du auf alle Fälle nichts hören. Ja, ihr seid quasi alleine. Dann trete ich zu ihr und werde ihr dann beim Fesseln helfen. Perfekt. Oh, Koljew ruft jetzt beim Verbinden, das fällt ihm langsam ein. Wachen! Nein! Eure beiden Gegner sind bewusstlos. Die Fesselprobe bitte erleichtert um 5. Koljew fesselt ihn nicht. Koljew ist ihn gerade nur am Verarzten. Das dauert noch eine ganze Zeit. 5 Minuten? 15. Ja, genau. Gut. Korim tritt zu Elgor in den Tempel hinein und Elgor kann gerade erkennen, wie aus dem Tempelschiff etwas im Heck des Schiffes, wenn man es so wirklich sagen will, eine bärtige Gestalt nach drin tritt.
volles Haar, ist ein bisschen grau, so um die 60 Jahre und definitiv als Geweihter zu erkennen. Guten Abend. Nehmen erstmal meine Armbrust runter. Feuer! Du kannst sehen, wie der erste Zorn in ihm hochlodert und er sieht, wie. Na, so, das Feuer ist ja ausgegangen, aber er riecht es. Du kannst sehen, wie er seine große Nase in den Wind hält. Es riecht nach Feuer. Riecht euch jetzt nicht auf. Euer Exzellenz. Ja, es hat hier gebrannt, aber das waren wir nicht. Das waren die. Hier waren Leute drin und die sind dann rausgegangen und wir sind denen nachgelaufen und die haben hier was umgeworfen und ich wollte nur schauen, ob es euch gut geht. Ja, mir geht's gut. Was war hier los? Naja, sie sind hier angekommen und hier war jemand im Tempel und wir haben uns gedacht, warum brennt es in dem Effa-Tempel und wollten mal nachsehen und seine Gnade hier hat die Tür aufgemacht. Ein alter Mann, der kann nicht mehr so schnell. Du musst langsamer sprechen. Ja, natürlich, verzeiht. Jedenfalls, seine Gnaden öffnete die Tür und da kamen uns dieser Gestalt, zwei Gestalten entgegen und die scheinen wohl hier drin ihre Laterne umgeworfen zu haben, aber ich weiß auch nicht, was die wollten. Korim, du weißt doch bestimmt. Ihr wisst doch bestimmt, verzeiht. Du weißt doch bestimmt, das war schon richtig. Das habe ich dir auch schon 100-mal gesagt. Ja, aber naja, du bist ja geweiht und egal. Ich weiß nicht, was sie wollen. Also, sie haben hier das Feuer also entzündet und wir haben versucht, sie aufzuhalten. Einen von ihnen konnte ich erwischen, nachdem einer meiner Gruppenmitglieder mit diesem Borndorn, ich zeige mal den Borndorn, den ich immer noch in der Hand halte, angegriffen hat, konnte ich ihn niederstrecken. Er lebt noch. Die anderen beiden sind unsere beiden anderen Freunde hinterhergelaufen. Wir sollten hier auf sie warten. Sie müssten eigentlich bald kommen. Er brummelt ein bisschen was in seinen Bart. Also er ist dieser typische Seefahrer. Ihr könnt auch erkennen, dass seine Kutte wohl in aller Eile übergeworfen wurde. Und versucht auch erstmal ein Gehen zu unterdrücken. Streicht sich mal die grauen Haare aus dem Gesicht und tritt dann so ein bisschen näher an euch heran. Guckt nach dem in Öl getränkten Mantel und seine Miene ist sehr finster. Ich werde das mal kurz rausbringen. Korim, du kommst hier zurecht, nicht wahr? Ja, bring das mal kurz raus. Ja, und dann hilf mal Koljev eventuell den Typen da mitzunehmen. Der sieht ein bisschen übel aus. Ich gehe nach draußen, deponiere meinen Mantel irgendwo. Bevor ich nach Koljev suche, zünde ich mir erstmal ein Pfeifchen an. Wiglind und Mev, die verfesseln, hätte ich mal gesagt, die fesseln ja den auf dem Boden liegenden Gegner und wenn er dann soweit verpackt ist, meint sie, du linke Seite, ich rechte Seite und dann schleppen wir den da wieder zurück, vielleicht kriegen wir aus dem noch irgendwas raus. Kann er nicht selber laufen? Also sie schaut auf ihn runter, ein bisschen skeptischer Gesichtsausdruck, ob der überhaupt noch laufen kann. Da war irgendwie ein Helm oder irgendwas? Genau, den hat er dann aus seiner Hand gleiten lassen, nachdem du ihm seine auf die Steine gedonnert hast, mit der er dich dann angreifen wollte. Der Helm ist auch so ein bisschen, ja, liegt neben dir. Wiglin bückt sich und hebt den mal auf, schaut den sich mal an. Du kannst erkennen, dass der ja leicht rostig ist, mit ein paar Muscheln, die da wohl festgewachsen sind. Sieht aus, als ob er vielleicht etwas längere Zeit unter dem Meer lag. So ein bisschen von Salzwasser angefressen. Müssen sie wohl aus dem Tempel geholt haben. Ich schaue mich in der Gegend um und werde es absichern. Das geht wahrscheinlich. Wiglin nickt Mev auf alle Fälle. Ich denke auch. Das scheint diebesgut zu sein. Ob der jetzt... Na gut, hier. Wiglind drückt Mev mal den Helm irgendwie auf den Kopf und schnappt sich den Gegner, der da am Boden liegt, und klemmt sich den unterm Arm. So quasi Kopf nach vorne, Beine nach hinten, wie so ein Paket, trägt sie den jetzt zurück. Gut. Ich schüttel den Kopf und nehme den Helm ab und verstaue ihn im Rucksack. Alles klar. Ihr kommt dann wieder zurück den Weg, den ihr gegangen seid, nach Süden und könnt dort erkennen, wie Koljev gerade etwas singt. Nee, warum nicht? Heilkunde Wunden mache ich auf dem Moment. Achso, Heil, Entschuldigung, Heil, ja. Aber ich hätte sie ganz offen alles gewürfelt und ja. Geschrieben. Okay, nee, ich hatte nicht an Balsam gedacht, Entschuldigung. Nö. Zwei Wunden. Okay, dann ist der Mann erstmal versorgt, die Blutung gestillt. Plus 17 sollte trotzdem reichen. Plus 17, was willst du mir damit sagen? Das sind zwei Torso-Runden gewesen. Ich habe Torso gewürfelt bei der Trefferzone.
Ach so, ich hatte zwei Beindrungen. Aber nee, auch trotzdem mit der plus 17 zwei Rumpf der und ich auch plus Erschwernis. 12, nicht plus 17. Ist egal, er blutet zumindest nicht mehr und du hast ihn stabilisiert. Ja, kommt ihr auf ihn zu und ich glaube, Kurum steht nur noch da. Man sieht, wie Kolja sich die Robe hochrobt. Man denkt erst, er will jetzt vielleicht sein Ding rausholen, aber dann hört das Ganze auf, als er bei seinem Oberschenkel ankommt und man dort viel Blut sieht. Und er anfängt jetzt hier seine eigene Wunde mit ein bisschen Jodsalz, Wasser und so erstmal abzuwaschen, auszuwaschen und dann einen Verband drum zu legen. Während du deine Robe hochkrempelst, sagt Wicklin schon, Heda, Heda, das will auch keiner. Ach so. Oh weia, du hast dich aber ganz schön. Hast dich aber ganz schön geschnitten, ne? Na, das war ein, weiß ich nicht, ein Dolch oder so hat er nach mir geworfen. Ja, seine Gnaden, also Kurim hat ihn gerade mit nach drinnen genommen, um ihn dem fertig zu zeigen. Weil er das schon mal so tut. Ja. Ansonsten alles fit bei euch? Ja, alles super. Wen habt ihr denn der Typ hier gehört auch zu denen. Der hat mich angegriffen und aber das, ich konnte verhindern, dass er mich tötet. Gerade so. Wen wir hier mitgebracht haben, keine Ahnung. Der lag da so im Weg rum. Nein, sie zeigt auf Mev. Also der hier, der hatte irgendwas und das hat Mev jetzt irgendeinen so komischen rostigen Helm. Schaut so nach Tibis gut aus dem Tempel. Ich glaube, das sollten wir zurückbringen. Und diese zwei Herren hier, lebt der ja, da wenn noch? Wenn ich meine Beine verbunden habe, mein Bein verbunden habe, meine ich nicht Bein, dann sollten wir diese beiden Unbekannten zum Effa-Tempel bringen. Vielleicht kennt der Geweihte sie und die Wachen sollten wir auch rufen, wenn der Geweihte nichts dagegen hat. Sie sollten zumindest von der Straße runter, denke ich. Vielleicht lauern die hier noch. Ja, ihr könnt in der Entfernung könnt ihr ein bisschen klappern hören, das ist wohl metallisch. Ich glaube, da kommt die Wache. Ich steck die Armbrust mal irgendwo hin, wo man sie nicht sofort sieht. Ja, es wurde laut nach der Wache gebrüllt und sie taucht natürlich viel zu spät auf, wie es bei Wachen ebenso der Fall ist, aber immerhin tauchen sie auf. Guten Abend. Was ist hier los? Guten Abend. Ich bin Adeptus Major von der Akademie der Geisterreisen zu Belenka, Koljev Sera, aus Mesgineskoje. Aber dieser Mann hier, das ist viel wichtiger, hat mit einigen anderen Leuten Feuer im Effa-Tempel gelegt und ich wurde verletzt und deswegen wurde dieser Mann wohl auch verletzt. Unser Begleiter, der Chorgeweihte Kurim al-Amar, hat diesen Mann jetzt hier einmal getroffen. Jetzt liegt er hier schwer blutend. Ich habe ihn versorgt, jetzt versorge ich mich und wir brauchen eure Hilfe und der Geweihte sollte benachrichtigt werden. Gute Arbeit. Da waren noch mehr Leute, ich weiß nicht, ich glaube noch zwei oder drei mehr. Ich bin nicht so gut im Kampf mit Überblick. Naja, jedenfalls haben wir die zwei hier sichergestellt, die laufen nirgendwo mehr hin. Vielleicht sollten wir nach dem Feuer schauen. Also gut. Ja, die Stadtwache tritt heran. Das ist so eine Einheit aus vier Leuten, die auch ein bisschen verschlafen aussehen. Man merkt doch, dass sie keine Lust haben, aber immerhin haben sie jetzt was zu tun. Nehmen dann Reusto ab und schauen dann in Richtung von Laris. Würden dann auch mit zwei Leuten auf Laris zutreten. Vielleicht sollten die Leute dem Geweihten als Rede und Antwort stehen, denn schließlich haben sie seinen Tempel in Brand gesteckt. Elgor, habt ihr das Feuer unter Kontrolle bekommen? Das Feuer, das war nicht. Das war nur eine Laterne. Kein Grund zur Beunruhigung. Gut, hast du gut gemacht. Ja, vielleicht sollten wir jetzt alle mal zum Tempel rübergehen und gucken, ob da schon irgendein Geweihter da ist aus dem Tempel. Hoffentlich ist der Geweihte nicht verletzt. Kommt gerade Koljev in den Sinn. Also im Tempel war soweit alles in Ordnung. Dem Geweihten ging's gut da drin. Ah, gut. Größtenteils. Also er schien nicht sich gewahr dessen zu sein, dass hier Einbrecher rumlaufen. Ja, Wicklind hält ihren Verpackten immer noch fest unterm Arm und meint dann halt eben in Richtung Stadtwachen auch auf ihren Mitreisenden. Wir sollten uns da drüben hinbegeben. Ich glaube, dann können wir alles weitere klären und mit ihrem Paket unter dem Arm geht sie dann halt eben mit hinterher da zum Tempel hin, zum Tempeleingang. Gut. Ja, Koljev scheint Reusto jetzt erstmal nicht weiter zu beachten. Hofft aber, dass die Stadtwache den mitnehmen, wohin auch immer, entweder zum Tempel oder doch nicht, keine Ahnung. Koljev scheint sich eher auf seine Robe zu schauen und
verzieht ein wenig das Gesicht, der eitle Magier ist gar nicht zufrieden, dass seine Robe jetzt blutbedeckt ist. Geht erstmal mit und ja, bleibt dann die zwei kurz vor dem Tempel stehen. Moment, ich muss kurz meine Robe reinigen, so kann ich nicht unter die Augen des Gewaltes. Was? Habe ich das gehört? Ich möchte ja, das natürlich, hören. Ich stehe direkt an der Tür. Ja, ich komme zu dir an, klopf dir auf die Schulter. Endlich hast du auch mal Blut für den Blutgott vergossen. Also ich muss meine Robe jetzt erstmal sauber machen, das geht nicht anders. Die gehört doch so. Ich habe euch ja vorher gesagt, ihr hättet vielleicht zwei Stück mit auf die Reise nehmen sollen. Aber ist kein Thema. Moment, ich mache. Kurz Abstand halten, ich muss das eben wegzaubern. Das kann ich so nicht lassen. Ich trete deutlich zwei Stücke beiseite. So, man sieht, wie er sich wirklich einmal in die Hände spuckt, das Ganze in den Händen verreibt, dann über die Brust von oben bis kurz vor den Unterleib reibt und das immer wieder wiederholt, währenddessen er ruft: Ohne Seife, Bürste, Bart, Reinigung durch Zaubertat, Sapefakter, Zauberschwamm. Und ja, das dauert jetzt eine ganze Zeit lang. Die Stadtwachen schütteln den Kopf. Eine wird in Richtung des Tempelinneren gehen. Die anderen drei bleiben bei Reusto und ich weiß nicht, also Wicklin, du wolltest Laris mitnehmen, ne? Genau, den habe ich jetzt unterm Arm noch. Ja, also zwei Leute bleiben bei Reusto, einer guckt noch so zur Tür und passt eben auf, dass Laris nicht wieder rausrennt, der andere begleitet euch danach drinnen. Als ihr die Halle betretet, der gute Magier kann dann, wenn er fertig ist, hinterherkommen, könnt ihr sehen, wie sich der etwas ältere Geweihte gerade auf dem Boden befindet, auf den Knien und wohl mit einem großen Eimer versucht, das restliche Öl vom Boden zu wischen, was ihm auch gelingt. Und die Scherben sind bereits aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob da jetzt der... Ich würde ihm dabei helfen. Habe ich mir fast gedacht. Kannst du ihm dann helfen, die zerbrochene Laterne dann einmal wegzusammeln? Aber er scheint sehr unzufrieden. Er guckt einmal nach oben auf, als ihr den Tempel dann betretet. Grüßt einmal nur mit Effort zum Gruße und macht dann weiter mit der Bürste und dem Schwamm. Unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung beendet er erst einmal seine Arbeit, bis er dann die Bürste wieder zurück in diesen hölzernen Eimer tut, euch dann ansieht. Was ist hier passiert? Klärt mich auf. Weißwaffni, ich glaube, da hatte jemand Interesse dran, Effert ein Schnippchen zu schlagen. Wir haben hier ein paar Diebe festgenommen und sie lässt Laris mal auf den Boden fallen, Blümps. Den hier und da draußen ist auch einer, da kümmert sich gerade die Stadtwache drum. Wir haben auch Diebesgut fest, wie sagt man, wie heißt das? Festgenommen? Nee. Sichergestellt. Ja, genau. Konfisziert. Was haben wir Dann würden wir es ja behalten. Was haben wir denn für Diebesgut festgestellt? Ich weiß auch von nichts. Ich weiß sagen, nichts, außer es hätten die Männer was geklaut. Ach ja. Zumindest die beiden hier. Also ich hole den Rucksack vom Rücken und hole mal so einen rostigen, muschelbewachsenen Helm raus. Das war ein rostiger mit Muscheln bewachsener Helm. Wieso sollte man sowas stehlen? Wieso sollte man denn sowas im Effort-Tempel aufbewahren? Euer Gnaden, ihr wisst da doch sicherlich etwas zu. Es war gewiss kein Zufall, dass ihr heute Nacht hier draußen wart. Ein Helm. Eine Opfergabe an Effort, an diesen Tempel. Er lag wohl lange Zeit im Meer. Er schaut sich den Helm so ein bisschen an. Könnt auch erkennen, dass er an der Stelle ein bisschen reibt, da wo sie wohl hingefallen ist, das wohl ein bisschen Muschelbruchstück abgegangen und schaut dann einmal über seine Schulter hinab zu dem Schrein von Effert, wo eine ganze Menge an Opfergaben liegen. Ich weiß nicht, ob etwas fehlt. Ich würde euch bitten, dass ihr morgen noch einmal wiederkommt, in aller Früh. Dann ist wahrscheinlich auch die Hochwürden Jesidore wieder hier. Er ist gerade am Näher und betet dort. Er wird wahrscheinlich wissen, was zu tun ist und ihr wahrscheinlich auch. Wie gesagt, das war kein Zufall, dass ihr hier wart. Ja, wir suchen die, hauen den Vordersfund aus dem Maul und dann bringen wir sie her. Ja. Wisst ihr denn, wo wir damit anfangen? Am besten in Nersand. Wir sind in Nersand, wie es der Zufall so will. Komisch. Also, wie ich eben sagte, kommt morgen noch einmal her, in aller Früh, dann können wir das Ganze, unser Vorgehen mit Isidoro besprechen. Nicht mehr heute Abend. Aber was uns jetzt interessieren würde, ihr kennt den hier nicht? Und sie zeigt auf Laris. Nein, nie gesehen. Also kein Effort-Gläubiger, der hier regelmäßig zum Beten herkommt? Nein.
Dann gibt sie dem Laris nochmal so einen Tritt. Pack. Tempel beklauen, macht man nicht. Pack. War ja nicht bewusstlos. Ja, Laris, also nicht regeltechnisch. Der andere, Reusto. Ja gut, der ist... Und ja, Laris, können wir den aufwecken? Übergeben wir ihn doch am besten der Hörer, oder wollt ihr ihn gleich hier befragen? Nicht mehr heute. Nicht mehr heute, gehen wir raus. So, vielen Dank, euer Gnaden. Und wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Ich danke euch. Was Gott weiß, erfahrt, was passiert wäre, wenn ihr nicht wärt. Wie kann man das den Göttern besser danken, als mit so einer Tat? Ja, die Überfahrt meine ich natürlich. Wicklin schnappt sich mal wieder Laris, nimmt den mit nach draußen und überreicht den dann den Stadtwachen. Da habt ihr noch einen, bitteschön. Können wir aber nicht kaputt machen. Können wir die besuchen kommen? Ja, also wenn ihr das Pack besuchen wollt. Naja, wir hätten doch bestimmt auch ein paar Fragen, und sieht den Mef so an den Oberarm. Bei Prius, eine Frage, und zwar, wo ist die Taverna hier zum Übernachten? Seereiter oder so hieß sie? Wellenreiter. Von hier aus im Norden, gar nicht zu verfehlen, direkt an den Kais. Herberge Wellenreiter. Alles klar. Dankeschön. Da kommen wir jetzt erstmal unter. Wenn ihr noch was von uns wollt, ich bin Korim Al-Armar, dass ihr Wilkind, Goldier. Oh, dass du dir auch nie meinen Namen merken kannst. Und sie knufft Korim an den Oberarm. Wiglin, nicht. Wilkind. Okay, Wiglin, Entschuldigung. Elgor und das da hinten, der Stille, ist Mev. Ihr seid eine richtige Heldentruppe, ja? Ja, wir kommen aus der blutigen See gerade. Ja, das hören wir öfter. Ja, die Wachen schieben sich so ein bisschen ungläubig die Helme mal zurecht. Rondra zum Dank. Also, danke, dass ihr uns helft. Wie gesagt, oben so ein Fachwerkhaus, gar nicht zu verfehlen. An der Tür baumelt auch ein ziemlich neues Holzschild. Das Gebäude selbst sieht fast aus wie so ein Segelschiff. Okay, wie gesagt, Wellenreiter, das sind gute Leute. Danke. Ja. Möge euch Rondra auf euren Wegen immer beistehen. Schaut dich einmal um, schaut zu seinen Freunden. So, ich gehe jetzt in die Taverne und will ein Bier und ein Bett. Ich weiß nicht, ob ihr noch jagen wollt heute Nacht, diese Typen, aber ich verschiebe das auf morgen. Jagen? Also, Bier und zwei Miskines. In der Stadt jagen? Hier gibt es doch nicht mal einen Wald in der Stadt, oder? Ja, euer Gnaden, hier gibt es keinen Wald. Das habt ihr erkannt. Und mit den Worten geht Koljev gemütlich nach Norden, um das Haus des Effert herum. Ey, Elgor, was meint er mit Jagen in der Stadt? Ich glaube, er meint den Rest der Bande zu jagen. Ach so, man kann doch mich was... einen Moment. Ich hatte mich doch im Tempel umgesehen. Ja? Habe ich irgendwo die Überreste dieser Macke am Helm gesehen? Lagen die da rum? Nee, die Überreste von der Macke im Helm, also wie gesagt, das ist so ein ziemlich einfacher Helm. Du würdest sagen, militärischer Machart. Und die Macke ist wirklich, da sind Muscheln abgebrochen. Der Helm hat wohl lange Zeit im Wasser gelegen. Da sind so ein paar Krustentiere, haben sich da festgemacht und da sind jetzt ein paar Muscheln abgebrochen. Ja, und das war draußen, als Wiegland dann eben an der Gasse saß und da ist wohl beim Ringkampf ist das passiert. Wiegland, wo habt ihr den Mann denn gefasst? Ne? Naja, da hinten, sie zeigt unbestimmt um den Effa-Tempel herum. Naja, da so ein paar Häuser weiter, Richtung Norden. Da hab ich ihn dann zu Fall gebracht. In Ordnung. Geht schon mal in Richtung Taverne. Ich werde mich gleich zu euch gesellen.